So, heute geht es um Wünsche. Wünsche sind tatsächlich was ganz Besonderes. Und die Zeiten, in denen das Wünschen noch geholfen hat, die sind noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, ich würde fast sagen, sie fangen erst wieder richtig an. Warum habe ich das eine problematische Beziehung genannt? Ist es laut genug? Gut. Es ist eine problematische Beziehung, weil wir unsere Erwartungen und Wünsche an Menschen richten und dann ärgerlich werden, wenn sie nicht erfüllt werden. Insbesondere, wenn das liebe und nette Freunde sind oder Partner oder Kinder, dann werden wir meistens ziemlich ärgerlich und manchmal sogar aggressiv. Stellen Sie sich vor, Sie bitten eine Freundin, Sie zum Arzt zu begleiten oder Ihnen ein Buch zu leihen und die lehnt ab, ohne Begründung. Ich denke, die meisten von Ihnen würden dann nicht nur enttäuscht, sondern auch ärgerlich und wütend sein. Unzufriedenheit, Ärger und Wut sind als Information zu sehen über fehlende Wunscherfüllungen. Also, wann immer Sie ärgerlich sind, heißt das, das, was Sie gerade gekriegt haben, ist nicht etwas, ist nicht etwas, was Sie haben wollten, sondern Sie wollen was anderes. Und diese Information gilt es dann zu entschlüsseln. Und das ist häufig nicht ganz so einfach, weil wir es gar nicht gewöhnt sind. Wir sind gewöhnt, unseren Ärger zu agieren, aber nicht den Ärger zu verwenden, rauszufinden, was wir denn wollen. Wir haben deshalb oft Schwierigkeiten, wenn andere Menschen uns unsere Wünsche nicht erfüllen, weil wir gleichzeitig im Grunde annehmen, sie wären dazu verpflichtet. Ja? Ich denke, das können Sie in sich selbst wiedererkennen. Unsere ganze Kultur ist auf wechselseitiger Kontrolle und Gehorsam aufgebaut. Und das zeigt sich vor allen Dingen in der Art, wie wir unsere Kinder behandeln und erziehen und unterrichten. Von klein auf werden wir dazu gebracht, die Erwartungen von anderen zu erfüllen und den Forderungen von Eltern und anderen wichtigen Erwachsenen, wie zum Beispiel Lehrern und Lehrerinnen, zu gehorchen. Und später erwarten wir das dann auch von anderen. Die müssen auch unsere Erwartungen erfüllen und sollten uns am besten auch gehorchen. Andererseits werden wir auch dazu erzogen, Erwartungen und Wünsche an andere Menschen zu richten und wirklich davon auszugehen, dass sie verpflichtet sind, unsere Wünsche zu erfüllen. Also nicht nur wir die anderen, sondern sie auch unsere. Und dann nehmen wir es übel, wenn das nicht passiert. Dass wir was, das wollen, also dass wir wollen, dass unsere Wünsche und Erwartungen erfüllt werden, das ist nicht das Problem, das ist selbstverständlich. Aber wie wir damit umgehen, wenn es nicht passiert, da liegt das Problem. Also, was machen wir mit den Kindern, wenn sie ihr Zimmer nicht aufräumen, wenn sie ihre Sachen nicht weglegen, wenn sie nicht pünktlich zu Hause sind, wenn sie die Schule schwänzen, also uns nicht gehorchen? Da liegt das Problem, was wir dann tun. Aber jetzt ganz unabhängig davon, welche Erwartungen und welche Wünsche wir haben, sind Männer und Frauen unterschiedlich geschlechtstypisiert. Männer sind eher geschlechtstypisiert, das hat also nichts mit dem Geschlecht selbst zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie sie erzogen sind. Sie sind eher dazu erzogen, dass sie erwarten, dass ihre Wünsche ihnen erfüllt werden. Und Frauen sind eher dazu erzogen, anderen die Wünsche zu erfüllen. Ich weiß nicht, können Sie das nachvollziehen? Ja, ne? So, manche Frauen haben große Ängste, wenn sie die Wünsche von anderen nicht erfüllen. Oder sie werden ärgerlich, wenn man überhaupt Wünsche an sie richtet. Weil sie sich schon so verpflichtet fühlen, sie dann zu erfüllen,
dass sie damit gar nicht richtig umgehen können. Also die Art und Weise, wie wir mit Wünschen und Erwartungen von anderen umgehen, ist geprägt durch unsere kindlichen Erfahrungen und was wir dabei erlebt haben. Aber es ist eben nicht so, dass andere Menschen dazu da sind, uns unsere Wünsche zu erfüllen. Und wir sind nicht dazu da, die Wünsche von anderen zu erfüllen. Wenn wir das tun, dann sind das Geschenke. Und wenn andere das tun, dann schenken sie uns etwas. Es gibt keine Verpflichtung. Ich habe schon öfter in den Vorträgen gesagt, wissen Sie, wenn Sie anfangen, nichts mehr für selbstverständlich zu halten, dann wird Ihr Leben richtig reich. Und das gilt natürlich auch für Wunscherfüllungen. Halten Sie sie nicht für selbstverständlich. Ja. Ja. Ja, das ist, deswegen habe ich gemeint, viele Menschen haben dann Ängste, ne, die Erwartungen nicht zu erfüllen. Und das ist dann eine persönliche Entscheidung. Ja, will ich mich selbst zurückstellen, will ich auf meine eigenen Wünsche verzichten, zugunsten von denen von anderen Menschen? Oder will ich mein Leben so leben, wie ich es für richtig halte? Das ist eine Entscheidung, die müssen wir oft jeden Tag treffen. Und für viele Menschen ist also die Zugehörigkeit natürlich zur sozialen Gemeinschaft sehr, sehr groß. Und es gibt natürlich auch Kulturen, die es mit dem Tode bestrafen, wenn man dabei ist, sozusagen aus den Erwartungskontexten der Gemeinschaft, in der man lebt, auszuscheren. Das wissen wir auch. Also es ist nicht ganz so einfach. Aber niemand wird Ihnen diese Entscheidung abnehmen. Will ich diese Erwartung erfüllen oder will ich es nicht? Ja, beharre ich darauf, dass meine Wünsche erfüllt werden oder lasse ich es zu, dass die anderen selber entscheiden, was sie tun und was sie nicht tun? Insofern hängt die Wunscherfüllung und wie ich mit fehlender Wunscherfüllung umgehe, ganz eng damit zusammen, wie ich mit Autonomie umgehe, mit meiner eigenen und mit der von anderen Menschen. Es ist nämlich so, dass wenn ich nicht bereit bin, anderen Menschen ihre Autonomie zuzugestehen, also Nein zu sagen zu meinen Wünschen, dann bin ich auch nicht autonom selbst. Ich hänge dann dran mit Gefühlen von Ärger, mit Gefühlen von Enttäuschung. Ich kann nicht loslassen. Ja, ich quäle mich, mögen die mich noch, mögen die mich nicht mehr, weshalb hat sie oder hat er denn das nicht gemacht, sondern abgelehnt. Das heißt, wir sind innerlich besetzt in abhängigen Gedankenstrukturen und wir geben unsere Autonomie in dem Moment auf. Wenn wir dagegen davon ausgehen, dass die andere Person ihre eigenen Gründe hat, zu sagen, nein, das möchte ich nicht, ja, dann sind wir frei. Weil wir quälen uns nicht mehr mit all diesen Gedanken. Wir können sagen, okay, es ist deine Entscheidung. Ich habe bei einem Workshop über viele Sitzungen hin versucht, den Erzieherinnen beizubringen, dass sie die Kinder, die außer Rand und Band waren im Hort und die sie gar nicht mehr unter Kontrolle gekriegt haben, dass sie jedes Mal, wenn sie eine Bitte an ein Kind gerichtet haben, dazu sagen sollten, und es ist natürlich deine Entscheidung. Also bringst du bitte die Teller in die Küche? Oder ich wünsche mir, dass du die Teller in die Küche bringst. Es ist natürlich deine eigene Entscheidung. Und die Erzieherinnen haben mir gesagt, wenn sie das gemacht haben, sie haben es dann auch gemacht, die Kinder seien wie ausgewechselt gewesen. Ich fand das sehr bedenkenswert. Also die Vorstellung, dass wir jedes Mal dazu sagen, ja, bitte räum dein Zimmer auf. Es ist natürlich deine eigene Entscheidung. Oder ich wünsche mir, dass du dein Zimmer aufräumst, aber es ist deine Entscheidung. Es passt irgendwie nicht zu dem, was wir so gewohnt sind, oder?
Also, dieses Gleichgewicht, also andersrum gesagt, wir wollen zwar immer die Wunscherfüllung haben für uns selber, aber wir wollen natürlich keineswegs anderen immer ihre Wünsche erfüllen. Und häufig unterwerfen wir uns nur aus Angst vor den Konsequenzen. Und dieses Ungleichgewicht kann man nicht lange aufrechterhalten, außer in einer Diktatur. Ja, da ist die Unterwerfung aus Angst vorprogrammiert. Aber wenn in einer Beziehung ein Ungleichgewicht besteht zwischen der einen Person, die ständig die Erwartungen und Wünsche der anderen erfüllt, und der anderen, die das nicht tut, dann gibt es irgendwann Krach und Auseinandersetzungen oder unterschwellige Aggressionen. Weil sich Menschen eben nur sehr schwer von den unerfüllten Wünschen freimachen können. Na, das geht dann so weiter mit inneren Monologen wie: Wieso kann sie nicht machen, was ich will? Das ist doch nur eine Kleinigkeit. Na warte, wenn du mal wieder was von mir willst, dann will ich auch nicht gleich springen, da kannst du aber lange warten. Das sind doch Gedankengänge, die man kennt. Ne? Oder was ich alles für ihn tue, wenn ich mal ankomme und etwas möchte, dann hat er keine Zeit oder etwas anderes ist immer wichtiger. Immer ist alles andere wichtiger als ich, weil bildet er sich eigentlich ein, wer er ist. Das kann man natürlich auch alles in Sie-Form sagen. Ne? Die soll mal kommen und was von mir wollen und so weiter und so weiter. Und mit solchen Gedanken bleibt man eben an der anderen Person kleben. Die eigene Autonomie ist nicht mehr gewährleistet. Die Buddhisten nennen das Anhaften. An einer fehlenden Wunscherfüllung anhaften oder an dem Wunsch anhaften und nicht loslassen können und anzuerkennen, dass er offensichtlich nicht erfüllt wird. Wie gesagt, die Erfüllung der eigenen Wünsche durch die anderen sind Geschenke und keine Selbstverständlichkeiten. Dass wir enttäuscht sind oder auch ärgerlich sind oder unzufrieden, das ist normal. Ja, die Gefühle, darum geht es nicht. Na, wenn ich Freunde zum Essen eingeladen habe und habe gekocht, was ich gar nicht mache, aber als ein Beispiel mal, ne, und die sagen dann ab, dann werde ich ärgerlich und enttäuscht und frustriert. Aber das kann ich sogar sagen, ich bin ganz enttäuscht, dass ihr jetzt nicht kommt. Und ich bin auch richtig ein bisschen ärgerlich auf euch, dass ihr nicht kommt und so kurzfristig absagt. Ne? Und trotzdem, ich weiß, es ist eure Entscheidung. Und damit ist es auch gut. Ja, die Gefühle muss man nicht wegmachen, die hat man. Aber akzeptieren, dass es keine Wunscherfüllung gibt. Das Dumme ist nur, wenn es Personen sind, die uns sehr, sehr wichtig sind, da können wir dann eine Ablehnung der Wunscherfüllung überhaupt nicht gut ertragen. Aber gerade da ist es natürlich wichtig, ja, dem anderen seine Autonomie zuzugestehen, damit man selber auch autonom bleiben kann. Sonst hängt man dran. Nun gibt es aber, wenn wir von Wünschen sprechen, gibt es erfüllbare Wünsche und nicht erfüllbare Wünsche. Diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig. Also, häufig geht es um erfüllbare Wünsche. Das heißt, um Wünsche, die man sich durch Kaufen, ne, oder irgendwie durch Geld erfüllen kann. Es wird uns eingeredet, dass unser Status, unser gesellschaftliches Ansehen, unsere Chancen auf persönliche Anerkennung, unsere Chancen beim anderen Geschlecht, unsere Chancen auf Wertschätzung, auf Liebe und Partnerschaft, genau davon abhängig sind, dass wir uns angemessen mit dem ausgestattet haben, was uns die Medien vorschlagen und was gerade gesellschaftlich erwünscht ist. Na, dann steht dann im Frühjahr die Must-Haves des Sommers. Na? Ja. Das ist natürlich schlicht und ergreifend der Wunsch, Geld zu verdienen von der Wirtschaft. Ganze Industriezweige sind mit der Produktion von Wünschen beschäftigt
und natürlich dann auch mit den Wunscherfüllungen. Und alle verdienen damit sehr viel Geld. Und damit die Menschen diese Produkte auch kaufen, ist die Werbeindustrie auf der ganzen Welt mit entsprechenden Wünschen beschäftigt. Laut FAZ wurden 2016 mehr als 500 Milliarden für Werbung ausgegeben. Also als ich diese Zahl gelesen habe, war ich richtig ein bisschen erschüttert. Weltweit. Mit Werbung wird der Kauf oder der Besitz von Objekten aller Art, von Kosmetika, Kleidern, Schuhen, Autos und anderen Fortbewegungsmitteln, von Schmuck, Kunstgegenständen, Kulturereignissen und Events aller Art, Reisen und so weiter angepriesen. Das wissen wir. Und diese Werbung findet überall statt. Im Fernsehen, im Internet, auf Plakaten und Leuchtreklamen, in Städten und Dörfern, im Onlinehandel, und Firmen aller Art benutzen jetzt inzwischen diese personalisierte Werbung, die kennen Sie auch, über die Big Data-Geschichte. Ja? Sie bestellen irgendwas bei Amazon oder sonst wo und dann werden Sie in den nächsten Tagen und Wochen überschüttet damit, dass Waren ähnlicher Art Ihnen auch noch angepriesen werden. Da muss was passieren, weil das hat man ja dann meistens schon. Ja? Muss ich nicht 10-mal noch einen Einschrank und noch einen Einschrank und noch einen Einschrank angepriesen kriegen. Also da ist noch bei den Firmen ein bisschen Nachholbedarf, wie sie ihre Big Data besser organisieren können. Aber sie werden das lernen und die persönlich zugeschnittene Werbung, die wird immer genauer sein in Zukunft. Und die Frage ist jetzt aber, wie ist denn der Zusammenhang zwischen Konsumwünschen und sozialem Erfolg? Dadurch, dass signalisiert wird, dass Menschen das, was sie sich am meisten wünschen, durch Konsum verschaffen können, ist es relativ einfach. Was wir alle wollen, sind bestimmte existenzielle Wünsche. Wir wollen von anderen wahrgenommen werden. So, dann heißt das, wir müssen uns so anziehen, so kleiden und so verhalten, dass wir von anderen wahrgenommen werden. Oder sonst wie dafür sorgen, zum Beispiel über Selfies in Facebook oder. Von anderen wahrgenommen zu werden, als die Person, die man ist, am besten sogar, ist ein existenzieller Wunsch, den Menschen seit Jahrtausenden haben, weil wir soziale Wesen sind, wir leben zusammen und wir können nicht auf die Gesellschaft von anderen verzichten. Wir wollen zugehörig sein. Und es gibt eine ganze Reihe von existenziellen Wünschen, also im Prinzip sind es 7. Das heißt, wir wollen also nicht nur wahrgenommen werden, wir wollen auch dazugehören. Wir wollen auch eine Bedeutung haben für andere Menschen. Wir wollen eine Wirkung auf sie haben. Wir wollen Spuren bei ihnen hinterlassen. Wir wollen respektiert und geachtet werden und wertgeschätzt und im Zweifelsfall auch geliebt. So. Das sind die Wünsche, die Menschen haben. Meistens mehr nicht. Wenn wir diese Wünsche erfüllt kriegen in unseren sozialen Kontexten, dann sind wir glücklich und zufrieden. Aber wir kriegen sie meistens nicht erfüllt. Dafür kommt aber die Werbung und springt in diese Bresche und sagt, wenn du das kaufst und dir das besorgst und dich so anziehst oder das machst, dann kriegst du diese Wünsche erfüllt. Und das stimmt natürlich nicht. Aber die Erfüllung dieser Wünsche wird versprochen. Und jetzt möchte ich Sie etwas fragen. Weil wir sind so anfällig für die Werbung und dieses Versprechen, dass unsere existenziellen Bedürfnisse und Wünsche uns, wenn wir das alles kaufen, dann auch erfüllt werden, weil wir emotional so verarmt sind. Wenn Sie mich unterbrechen wollen, jederzeit, gibt es ein Mikro, kann man rumreichen, ja? Vielleicht wundert Sie das, dass ich das behaupte. Ich erinnere mich noch,
dass eine Freundin vor vielen, vielen, vielen Jahren mal zu mir gesagt hat, sag mal, Regine, wie lange willst du eigentlich noch als verhungertes Baby durch die Welt laufen? Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass sie recht hatte. Und dann habe ich beschlossen, nicht mehr, nicht mehr. Aber es war sehr, sehr schwierig, davon wegzukommen. Ich meine, dass ich aufgrund meiner persönlichen Muster gar nicht, erstens nicht gewohnt war, wahrzunehmen, dass jemand anders freundlich und liebevoll mit mir umgegangen ist. Zweitens, dass ich, weil ich nicht damit gerechnet habe, auch niemanden darum gebeten habe. Ja, ich habe keinerlei Wünsche in dieser Hinsicht anderen Menschen gegenüber geäußert. Reicht das als Antwort? Ja, also war so ein Muster, ich hatte Angst. Ja, also die Frage, kannst du mich eigentlich leiden, hätte ich nicht stellen können. Geschweige denn, liebst du mich? Ja, hätte ich nicht stellen können. Vor lauter Angst, die andere Person sagt, wie kommst du denn auf so eine Idee? So jemand wie dich kann man gar nicht lieben. So, das waren meine Lebenserfahrungen schon von klein auf. Ja, auch dadurch, dass ich als Kind geschielt habe und ziemlich viel gemobbt worden bin. So, und ich denke, sie haben alle diese Erfahrung gemacht. Ja, wann hat jemand eigentlich das letzte Mal zu Ihnen gesagt, ich habe dich so gerne? Oder du bist so ein wunderbarer Mensch für dich, du bist eine Bereicherung für mein Leben. Ich gucke dich so gerne an, ich liebe es, wenn du lachst. Können Sie sich erinnern? Ja. Lange her, oder? Lange her, aber durch eine neue Situation, durch eine neue Partnerschaft. Ja, wie schön, herzlichen Glückwunsch. Ja, wirklich. Ja? Und 20 Jahre Partnerschaft. Ja, ja, es geht, ja, aber es erfordert oft Bewusstheit, ja, dass wir offen bleiben und aufmerksam, was sagt der andere Mensch, wie sagt er es und was, in welcher Weise ist der andere, ja, eine Wunscherfüller, ein Wunscherfüller für mich, ja? Ja, man muss es ja nicht immer sagen, man kann es ja auch spüren. Also, haben Sie alle verstanden, was Sie gesagt haben? Es gibt dieses Mikro. Ich hol's mal. Dann. Ja. Ich. Hallo? Ist das angeschaltet? Ja, ist angeschaltet, ne? Also. Reichen Sie es mal weiter? Ich weiß nicht, ob man da irgendwo draufdrücken muss noch. Ich will ganz, ganz deutlich sagen, dass es mit diesem Spüren nicht funktioniert. Ja? Wir können nur uns selbst spüren, nicht die andere Person. Wir können nicht fühlen, was ein anderer Mensch fühlt, nur unsere eigenen Gefühle. Wir sind als selbstorganisierende Wesen, sagen die Wissenschaftler so schön, operational geschlossen. Das heißt, das Einzige, was von einem Menschen zum anderen geht, ist Energie und Materie. Ich mache hier nur Schallwellen. Alles, was Sie hören, erzeugen Sie in Ihrem eigenen Gehirn. Jedes Wort, jede Bedeutung, jeder Satz, ja, ist Ihre Leistung. So, und jetzt mit dem Spüren. Ja. Wir können mit Hilfe unserer Spiegelneuronen etwas spüren. Das heißt, wir gucken jemanden an und unsere Spiegelneuronen machen auf der Grundlage der Informationen, die über elektromagnetische Wellen und möglicherweise auch über Schallwellen bei uns ankommen, uns eine Simulation des potenziellen Gefühls oder der potenziellen Intention beim Gegenüber. Das können alle, mehr oder weniger alle lebendigen Wesen. Also Hunde und Katzen und Gazellen und Löwen. Wir brauchen das, um Gefahren einschätzen zu können. Ja, an so einem Wasserloch müssen die Gazellen sehen können, und das sehen sie anhand der Körperspannung der Löwen, ob die satt sind und sich ausruhen oder ob sie auf Beute aus sind. Ja?
Und wenn Sie das wären, würden Sie es auch sehen. Nur die Spiegelneuronen arbeiten unbewusst. Wir kriegen es nicht mit. Aber Sie wissen, dass das so funktioniert, wenn Sie durch die Fußgängerzone gehen. Ja? Vollautomatisch weichen Sie anderen Menschen aus. Das sind Ihre Spiegelneuronen. Die informieren Sie darüber, dass dieser Mensch gerade angedeutet hat, jetzt so rumzugehen oder so. Ja? Sie merken, es wird Ihnen nicht bewusst, Sie weichen automatisch dementsprechend aus. Sonst würden Leute ständig zusammenstoßen. Tun sie ja nicht. So, das heißt, dass das mit dem Spüren nicht so ist. Ich weiß genau, dass hat mir meine Mutter mal erzählt, hat sie gesagt, sie hätte ihren Mann, der nun nach langer Kriegsgefangenschaft aus dem Kriege zurückgekommen ist, gefragt, ob er sie noch liebe. Und dann hätte er sie angelächelt und hätte gesagt, ja, aber das habe ich dir doch schon mal gesagt. Ne? Das war, bevor er in den Krieg gezogen ist. So, also wir sind es nicht gewöhnt, anderen Menschen liebevolle Bemerkungen zu machen, sie emotional zu versichern. Ja, und zwar einfach mal so, aus heiterem Himmel. Meistens braucht man Anlass. Aber es ist enorm wichtig, weil die meisten von uns sind emotional fast verhungert. Ich behaupte das einfach mal so. Bitte? Unterernährt. Ja, unterernährt, ganz genau. Das mag individuell durchaus sehr verschieden sein, aber es ist fast immer ein Defizit da. So, und wegen dieses Defizits und der Versprechen der Wirtschaft und der Tatsache, dass wir uns, wenn wir uns dann sozusagen schick angezogen haben, na, dann müssen wir nichts sagen. Vielleicht fällt dann dem anderen das auf, dass dann jemand mal sagt, das steht dir aber gut. Oder heute siehst du aber hübsch aus. Hoffnung, Hoffnung. Häufig trifft es nicht ein. So, und jetzt überlegen Sie mal, ja, was würden Sie brauchen, um einen anderen Menschen zu fragen, magst du mich? Ja, gefalle ich dir? Man fragt vielleicht, gefällt dir mein Kleid? Na? Aber gefalle ich dir? Was gefällt dir an mir? Was liebst du an mir? Sag's mir, bitte, ich brauche das. Was denn? Haben Sie es gehört? Sie hat gesagt, man kennt den Spruch, nimm dich doch selbst nicht so wichtig. Ja, wen soll man denn sonst wichtig nehmen? Ja? Ja? Gibt es nicht gerade zur Zeit gesellschaftliche Verunsicherung, wie Menschen miteinander umgehen und gerade durch dieses Zeigen von Sympathie, Annäherung, eine Verunsicherung, wie zeigt man Menschen ein Interesse, zunehmendes Interesse, also diese ganze MeToo-Debatte auch an der Salomon-Hochschule, das sind ja Dinge, die durchaus ein bisschen kippen im Augenblick. Also ja. Es wird fehlinterpretiert, es wird politisiert, es wird auch missbraucht, also die menschliche Nähe. Ja, das sehe ich auch so, aber ich finde trotzdem ganz toll, dass es diese Bewegung gibt, weil es tatsächlich mit einer Selbstverständlichkeit Respektlosigkeit denn gibt. Gerade gestern Abend habe ich so eine Kabarettsendung gesehen und da war, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, Deluxe. Ich habe den Vornamen jetzt vergessen. Sie ist eine eindrucksvolle Frau. Ja? Wie eine Walküre, steht sie da. Und der Moderator hatte nichts Besseres zu tun, als sie zu fragen, wie sie denn ihre Brüste nennt und wie das denn in den einzelnen Landschaften, wie denn Brüste da oder da oder da genannt werden. Ja, Hupen, also ich kann es gar nicht behalten, aber er hat sich sachkundig gemacht vorher, hat sich vorbereitet, der hatte bestimmt 15 verschiedene Begriffe für Brüste. Und vorher hatte er schon gesagt, dass sie sozusagen ein Model käme, aber in Ausmaßen von 3 Models. Also das sind so Sachen, das geht nicht, das ist respektlos. Ja, so. Aber er hat es gar nicht gemerkt. Aber
Aber das ist natürlich schon ein sehr primitives Sendeformat. Und diese Menschen, die also so ticken, die werden immer danach wohl suchen, aber... Es war eine Faschingssendung. Ach so, Faschingssendung, ja. Mhm. Aber es gibt in der Tat, glaube ich, eine Verunsicherung. Also wie man Menschen im Betrieb, im Büro schon anschaut, wie man redet, wie man freundlich schaut. Genau. Und eins kann man wirklich dazu sagen. Na? Wenn, es macht einen Unterschied, ob ich etwas über eine andere Person sage. Ob ich sage, Sie sind aber ein hübscher Käfer oder so. Erinnere mich noch im Studium. Ich war ein hübscher Käfer. Oder ob man sagt, wissen Sie, Sie gefallen mir. Ich finde Sie hübsch. Ich finde Sie hübsch. Da macht man eine Selbstaussage. Eine Selbstaussage kann in meistens nicht kränkend sein. Das gehört gut dazu. Ja. Na, und, aber deswegen sage ich das, dass man dazu übergeht, Selbstaussagen zu machen und mit den Selbstaussagen dann auch andere Menschen ein bisschen zu füttern. Und zwar absichtlich zu füttern. Also, dass wir einen anderen Menschen wahrnehmen, ja, das ist nicht so einfach, nicht so leicht. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Mein System hat mir dazwischen gefunkt. Ich wollte sagen, es ist eigentlich ganz einfach. Ja, es fällt uns aber nicht so leicht und es ist für uns nicht ganz so einfach. Na, wenn ich eine Kollegin habe, die mit wunderschönen Anziehsachen sehr apart immer wieder in die Sitzungen kommt, ja, dann fällt mir doch kein Zacken aus der Krone zu sagen, oh, was du anhast heute, das gefällt mir aber gut. Hm? Einfach sagen. Wenn ich Sie jetzt auffordern würde, Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin irgendwas Nettes zu sagen, würde Ihnen was einfallen? Ja? Tun Sie es mal. So, wie ist das für Sie? Wie ist diese Aufforderung für Sie? Irgendwie unangenehm? Also wahrnehmen, anderen mitteilen, ich habe dich wahrgenommen. Anderen mitteilen, dass man sich zugehörig fühlt. Na, ich freue mich, dass wir hier im gleichen Büro arbeiten, zum Beispiel. Es gibt ein Gefühl von Zugehörigkeit. Ob die andere Person das so wahrnimmt, ist egal. Man hat sich nur die Mühe gegeben, es so zu sagen. Ja, alles, was Sie von sich aus sagen, ist eine Selbstaussage. Wie es bei der anderen Person ankommt, darauf haben Sie keinen Einfluss. Aber es ist entscheidend, ob Sie es von sich aus versuchen, um quasi gegen die emotionale Mangelernährung oder Unterernährung anzuarbeiten. Auch wenn wir mit Kindern umgehen, meistens sagen wir nur, was mit ihnen nicht in Ordnung ist. Es geht ja so weit, dass wir auch bei Wünschen häufig sagen, was wir nicht wollen. Da sind wir sehr, sehr gut drin. Nee, das will ich nicht. Nee, so will ich das nicht. Wir haben fast keine Einübung darin, unsere Wünsche zu formulieren. Ist Ihnen das bewusst? Es braucht Übung. Es braucht richtig Übung. Ich habe auch richtig üben müssen und ich muss heute noch, wenn man mich fragt, was ich will, griechisch oder italienisch oder was auch immer, essen gehen, ich brauche 2 Stunden. Das war. Dann weiß ich es. Ja? Aber nicht immer sind 2 Stunden Zeit. Aber ich weiß, ich brauche so lange. Oder will ich diesen Baum hierhin gepflanzt haben oder da? Ja, 3 Tage oder 4. Und die Frage ist, nimmt man sich dann einfach mal die Zeit? Manchmal kann man sie sich nehmen, manchmal nicht. Ja, dann kann man sagen, ach, entscheide doch du bitte. Okay. Aber ohne das Einüben, was will ich jetzt wirklich?
werden wir es nicht hinkriegen. Und man kann es von morgens bis abends üben. Was will ich jetzt? Will ich Kaffee? Einen starken Kaffee, einen schwächeren Kaffee? Einen Kaffee mit Milch, mit geschlagener Milch, mit Sahne, mit Zucker, ohne Zucker, mit Kardamom? So. Will ich Joghurt? Will ich Schwarzbrot? Will ich Weißbrot? Will ich Brötchen? Will ich diese Marmelade oder jene? So, das heißt, Sie können von morgens anfangen, immer sich zu fragen, was will ich jetzt wirklich? Ja, genau, Sie sagen es. Achtsamkeit. So, und das heißt, was man da macht, ist, dass man versucht, sich das sinnlich vorzustellen. Ja? Wenn Sie im Restaurant die Speisekarte sehen, wie wählen Sie aus? Also zum Beispiel, dass Sie sich fragen, will ich etwas zum Kauen haben? Hm? Will ich etwas Scharfes, etwas Sanftes, etwas Weiches? Etwas, was ich nicht kaum, was ich einfach so runterschlucken kann? Will ich das, was sozusagen verschiedene Geschmäcker zur gleichen Zeit hat, wie zum Beispiel eine Salami-Pizza? Hm? Oder will ich Sahne-Spaghetti, also Carbonara haben? Na, das ist ein ganz anderes Esserlebnis. Und sich genau zu fragen, so, was möchte ich jetzt, was passt im Moment zu meiner Verfassung? Das ist eine gute Einübung, in dieses herauszufinden, was will ich wirklich jetzt? Erstens, wenn man das sich fragt und dann deutlich nach außen signalisiert, ja, dann tut man was Gutes für sich. Zweitens braucht man dann nicht unbedingt die Ersatzbefriedigung, die man sonst wahrscheinlich hätte. Aber wenn wir schon von Anfang an die Erfahrung gemacht haben, dass bestimmte Wünsche und Wunscherfüllungen gar nicht satt machen, weil die existenziellen Wünsche waren gar nicht gefragt. Die wurden weder erwähnt, noch wurde darüber gesprochen. In der Schule schon gar nicht. Können Sie sich an Ihre Schulzeit erinnern und auch daran erinnern, dass es Lehrer gegeben hat, die Ihre existenziellen Wünsche nach Wirkung und Bedeutung erfüllt haben? Also ich erinnere mich in dem Zusammenhang an die Aussage eines Lehrers, der dann gesagt hat, na, ich lasse mich doch von dir nicht provozieren. Ja, das ist eine Aussage von einem Lehrer, der die Wirkung verweigert. Leuchtet das ein? Ja? Sonst hätte er wenigstens gesagt, weißt du, ich bin sehr ärgerlich auf dich. Ich möchte von dir, dass du das und das tust und du tust es nicht. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was findest du daran so schwierig? Erzähl's mir. Na, dann gibt er dem Schüler auch noch eine Bedeutung, nicht nur eine Wirkung. Aber das machen wir meistens nicht. Und wir fragen auch nicht nach. Jemand sagt, ach nö, hab ich keine Lust. Fragt man nicht weiter nach, was ist denn mit dir und was möchtest du denn stattdessen? Wir lassen es dabei. Wir sind in einer Kultur des ergebnisorientierten Denkens. Wissen Sie, was ich damit meine? Wir haben eine Frage, wir kriegen ein Ergebnis, sind wir zufrieden. Ja? Aber das Leben spielt sich nicht in Ergebnissen ab. Das Leben spielt sich in Prozessen ab. Und es ist sehr schwer, sozusagen sich das prozessorientierte Denken und Handeln irgendwie wieder anzueignen. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Habe ich mit Studenten der Universität Bremen, alles Naturwissenschaftlerinnen mal gemacht. Da habe ich gesagt, so eine von euch, stellt sich bitte vor, sie steht in einer Landschaft und in der Landschaft ist auch noch ein Tier. Ihr anderen habt die Aufgabe, herauszufinden, wie es da aussieht und was für ein Tier. Ja. Und dann haben sie alle es versucht. Und dann kam die Frage, sind da Berge in deiner Landschaft? So, oder ist da eine Wiese? Ist das Tier eine Kuh? So, das heißt, Sie sind von den eigenen Bildern ausgegangen und haben dann abgefragt, ob es stimmig ist.
Das ist ergebnisorientiertes Denken. Ne? Ich habe ein Ergebnis in meinem Kopf und dann frage ich bei der anderen Person nach, stimmt das denn auch? So, man erfährt nicht wirklich etwas. Man erfährt nur etwas, wenn man prozessorientiert vorgeht. Zum Beispiel zu sagen, guck doch mal unten auf deine Füße und erzähle mir, was du da siehst. Und jetzt guck ein bisschen weiter weg, ja, einen Meter vor deine Füße, was ist denn da zu sehen? Und was siehst du, wenn du in die Ferne guckst, geradeaus? Und was ist rechts und was ist links? Na, das, dann würde man allmählich das Bild vervollständigen, weil man hat Leerstellen gelassen. Na? Und wenn man dann fragt, was siehst du, so in einem Meter Entfernung von, auf dem Fußboden, ja, und die andere Person sagt dann, da ist eine große Pfütze, dann hat man eine Information, dann sieht man, aha, da ist eine große Pfütze. Ist es verständlich, dass das ein Unterschied ist? Ja, gelernt haben wir nur das Ergebnisorientierte. Das Ergebnisorientierte macht uns aber nicht satt. Weil wir gehen in keinen Prozess und das Leben spielt sich in Prozessen ab. So. Ich will auf einen Bereich, der sozusagen hier so parallel ist, eingehen in dem Zusammenhang. Und zwar auf die begleitenden Erscheinungen. Also ich habe gesagt, wir haben eher die Tendenz zu sagen, was wir nicht wollen. Und Gefühle von Unzufriedenheit, Ärger und Wut sind genau die Gefühle, die uns sagen, dass es keine Wunscherfüllung gibt. Ja? Aber es gibt auch noch andere Gefühle. Und wir denken, wir können den anderen Menschen ihre Gefühle machen. Glauben Sie mir das oder soll ich Beispiele machen? Okay, also, wir sagen, du hast mich so geärgert. Oder du hast mich wahnsinnig verletzt. So, die Botschaft ist klar. Die andere Person hat mir ein Gefühl von Ärger verschafft oder ein Gefühl von Schmerz. Das geht gar nicht. Lebendige Wesen, wie Menschen es sind, sind operational geschlossen. Es geht durch die Grenze zwischen zwei Menschen, geht nur Energie und Materie. Keine Gefühle, keine Worte, keine Bedeutungen, nichts dergleichen. Nur Energie und Materie. Also können andere Menschen uns auch keine Gefühle machen. Aber wir können sofort ein Herrschaftsspiel anfangen, ein Machtspiel anfangen, wenn wir sagen, du ärgerst mich immer so, du machst mich immer so nervös, wegen dir habe ich das alles nicht hingekriegt. Ja? Ich konnte die ganze Nacht wegen dir nicht schlafen. Das heißt, wir geben Verantwortung für unsere eigenen Prozesse ab, ja, und machen dafür andere verantwortlich. Das ist ganz problematisch und hinterlässt uns auch wieder sehr unzufrieden, weil dann können wir gar nichts machen. Ja, die andere Person hat Macht über uns, sie kann uns ärgern, aber sie könnte uns auch glücklich machen. Auch das ist eine Illusion, geht auch nicht. Ja? So. Und diese Illusionen, die sind aber weit verbreitet und so wird quasi der Mensch zu des Menschen bester Feind. Also jeder ist dann ein potenzieller Feind. Und wir werden jederzeit potenzielle Opfer sein können. Es ist sicherlich klar, dass wenn wir das so miteinander betreiben, die Interaktionen ziemlich unerfreulich sind. Also es wird aggressiv, es wird laut, es wird feindselig, ja, und es werden Türen geschmissen und die Leute laufen auseinander und sind also zutiefst unglücklich oder getroffen oder sonst irgendwas. Zufrieden ist keiner der Beteiligten. Wir haben in unserer Kultur nicht gelernt, dass Gefühle unser schnelles Informationssystem sind. Aber das ist so. Und auch wenn wir uns fragen, was wollen wir denn wirklich?
dann sind es auch die Gefühle, die uns sagen, was wir wirklich wollen. Also wenn ich mir überlege, wenn mir jemand also eine Beule in mein Auto reingefahren hat und ich überlege jetzt, was will ich denn jetzt wirklich, statt nur meinen Ärger zu agieren, dann kann ich überlegen, will ich das, das oder das oder das, und bei dem Gedanken, wo ich merke, das würde mich zufriedenstellen, das ist dann das, was ich wirklich will. Das kann ich dann auch sagen. Aber die Zeit nehmen wir uns häufig gar nicht erst. Es geht viel schneller zu sagen, nee, das will ich nicht. Und ich will nicht, dass du mir das Auto nochmal so kaputt herstellst. Ja? Und dann, ich will dir auch nicht das Auto nochmal leihen. Wenn du so damit umgehst, ja, das war's denn. Ja, befriedigend ist es nicht. Die Beule ist damit nicht raus. Was wir stattdessen haben, ist Macht und Ohnmacht und Hilflosigkeit. Die Machtgefühle sind eine Illusion. Es macht uns nicht wirklich machtvoll, wenn wir uns vorstellen, ich kann sie ja so verletzen, wenn ich das will. Ist nicht sehr befriedigend. Und hilflos macht es uns, weil wenn wir uns verletzt fühlen und denken, die andere Person hat das gemacht, dann sind wir das Opfer und können auch nichts machen. Aber wenn wir merken, es hat uns wehgetan, etwas hat uns wehgetan. So. Schmerz ist auch ein Gefühl, was uns etwas sagt. Und wir müssen es irgendwie entschlüsseln. Diese Schmerzen aufgrund von fehlender Wunscherfüllung heißt, wenn wir uns verletzt fühlen, heißt immer, einer unserer existenziellen Wünsche ist nicht erfüllt worden. Also, das heißt, ich fühle mich verletzt, weil die Kollegen mich gar nicht gefragt haben, ob ich auch mit will, ja, in die Pause. Oder ich fühle mich verletzt, weil ich nicht zum Geburtstag mit eingeladen war. Oder ich fühle mich verletzt, weil jemand einfach gesagt hat, ach, ist doch Quatsch, was du da sagst. Es gibt viele Gelegenheiten, sich verletzt zu fühlen. Und immer ist es einer der existenziellen Wünsche, die nicht erfüllt worden sind. Ne? Man wurde nicht geachtet, hatte keine Bedeutung, ne? Man hat keine Spur hinterlassen, man hatte keine Wirkung. So. Aber wenn ich weiß, das hat mir jetzt wehgetan, und ich will jetzt unbedingt eigentlich noch eine Wunscherfüllung haben, dann kann ich mich fragen, was war's denn? Ja, was war's denn, was mir wehgetan hat? Was habe ich da nicht gekriegt? Und dann kann ich sagen, weißt du, ich will, dass du ernst nimmst, was ich sage. Man kann natürlich vorneweg sagen, ich will nicht, dass du meine Argumente so vom Tisch wischst. Ich will, dass du ernst nimmst, was ich sage. Und dann können wir versuchen, für eine Wunscherfüllung zu sorgen. Wenn aber die andere Person gar nicht in der Lage ist, andere Menschen ernst zu nehmen, dann werden wir keine Wunscherfüllung kriegen. Andere Menschen können nur das wirklich hergeben, was sie in sich tragen. Es gibt Menschen, die sind so unzufrieden mit sich und der Welt. Die können nie und nimmer etwas Freundliches von sich geben. Ist einfach nicht drin. Weil der Fokus ihrer Aufmerksamkeit ist auf dem, was nicht in Ordnung ist. Und das ist sehr schwer, dann den Fokus woanders hinzuschieben. Es nützt auch nichts, wenn man sie darauf aufmerksam macht. Immer siehst du nur das Negative. Das bestätigt nur das Muster. Das bestätigt nur das Muster, habe ich gesagt. In sich tragen. Ja? Na, alles, was Sie machen und was Sie sagen, ist ein Selbstausdruck von Ihnen. Ja? Alles, was ein anderer Mensch macht, ist ein Selbstausdruck der anderen Person. Mehr haben wir gar nicht zur Verfügung. Und alles, was eine Person macht, sagt oder tut, hat mit einem selber nichts zu tun. Ja, ne?
Wir beziehen aber die Dinge sehr schnell auf uns. Sie haben aber nichts mit uns zu tun. Was mit uns zu tun hat, sind Wünsche und Wunscherfüllungen. Sonst nichts. Und ich denke, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass was immer wir aussprechen, meistens ist ein Wunsch da drin verborgen, den wir als Selbstausdruck in die Welt setzen. Aber wenn jemand zum Beispiel sowas sagt wie, du bist doch blöd oder was hast du dir denn da was wieder gedacht, das kriegst du doch nie geregelt. Das ist ein Selbstausdruck der Person, sagt nichts über einen persönlich aus, obwohl man es gerade gehört hat. Ich werde nicht klüger, weil jemand sagt, du bist so klug. Ich werde nicht dicker, nur weil jemand sagt, du bist so dick. Ich werde nicht mal dünner, wenn jemand sagt, du bist so schön. Schade. Ja? Wir haben keine Möglichkeit, uns in irgendeiner Weise gezielt zu beeinflussen. Aber unsere Kultur sagt uns das ununterbrochen. Weil gleichzeitig mit der Botschaft, wir hätten diese Möglichkeit, natürlich auch massenhaft an Konsumgütern verkauft wird. Na, wenn wir die Möglichkeit haben, andere Menschen gezielt zu beeinflussen, dann müssen wir uns nur entsprechend anziehen, müssen nur entsprechend geschminkt sein, nur entsprechend die Haare haben, nur entsprechend uns haben, sozusagen darstellen oder dies oder jenes machen. Ja, und dann passiert es, dann funktioniert es. Ist ein Irrtum. Es ist schwer, darauf zu verzichten, dass das, was ein anderer Mensch macht, mit einem selber was zu tun hat. Hat es leider nicht. Aber wenn die andere Person sich an einen wendet, hat sie meistens einen Wunsch an einen. Das heißt, sie gibt uns tatsächlich eine Bedeutung als Wunscherfüller. Sie will was. Sie will auch eine Wirkung haben. Also auf der Ebene von Wünschen und Wunscherfüllungen finden ununterbrochen Wechselwirkungen statt. Und die könnten wir, wenn wir wollten, wirklich genießen. Also diese radikale Wechselwirkung, diese ununterbrochene radikale Wechselwirkung mit Hilfe unserer Spiegelneuronen, die findet immerzu statt. Aber eben getrennt. Das heißt, in dem einen System spielt sich alles ab und diese Person lebt in ihrer eigenen Wirklichkeit und stellt die selber her. Und das Gleiche gilt für eine andere Person, die lebt auch in ihrer Wirklichkeit und stellt sie auch ununterbrochen her. Und dazwischen gibt es Wechselwirkungen über die Spiegelneuronen und über die Wünsche. Mehr ist nicht drin. Aber ich finde das ganz schön. Ich weiß nicht, wie Sie das finden. Das bezieht sich natürlich auf ein bestimmtes Modell, nämlich das Modell, was sich mit selbstorganisierenden Systemen beschäftigt. In anderen Modellen wird das anders gesehen. Das will ich ganz deutlich sagen. Und ich kann auch nicht sagen, dieses Modell ist also ein richtiges Modell. Ein Modell ist ein Modell. Ja? Man entscheidet sich für ein Modell und oder für ein anderes. Selbstorganisierende Systeme haben ganz bestimmte Eigenschaften. Also das eine ist diese operationale Geschlossenheit. Das andere ist, sie sind nicht gezielt beeinflussbar. Damit sind sie auch nicht kontrollierbar. Und das bedeutet, man kann sie nur in Echtzeit beobachten. Und eigentlich wissen wir das, wenn Sie Kinder haben aufwachsen sehen oder Sie haben ein kleines Tier aufwachsen sehen, dann wissen Sie, Sie können das nur in Echtzeit beobachten. Direkten Einfluss haben Sie nicht, außer über Wünsche und Wunscherfüllungen. Mein kleiner Hund, den ich jetzt habe, ne, liebt Leckerchen natürlich. Na, wenn er was will und ich erfülle ihm den Wunsch, dann ist wunderbar. Aber wirklich, wie soll ich sagen, gezielt beeinflussbar ist er auch nicht mit dem Leckerchen. Wenn was anderes wichtiger ist, wie ein anderer Hund, dann hat das Vorrang.
darf ich trotzdem noch mal fragen? Ich glaube, ich kann es also relativ schwer hinnehmen, dass ein Mensch so ein selbstorganisierendes System hat. Ich glaube, dass wir in einem nicht luftleeren Raum sind, wo wir ständig beeinflusst werden, wo der Mensch im Grunde genommen so konditioniert ist, schon durch seine Vererbung, durch das, was er... Ich muss mal gucken, jetzt, wer spricht. Pardon, hier. Pardon. Sie. Ja. Also, dass ich also das gar nicht so akzeptieren kann, dass wir so selbstorganisiert sind und dass wir so sehr geschlossene Systeme haben, weil wir ständig beeinflusst werden durch Vererbung, Genetik. Oder habe ich dann falschen Denkansatz? Nein, das ist nicht falsch. Es ist ja nur ein Modell. Ja, und die selbstorganisierenden Systeme, die wird in dem Modell gesagt, alle Lebewesen sind selbstorganisierend. Aber nicht nur Lebewesen, ja, sondern Plattentektonik, Vulkantätigkeit, das Klima, Wetter, das sind alles selbstorganisierende Systeme. So, und die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie einen hohen Durchfluss haben an Energie und Materie, aber dass winzige Kleinigkeiten, die geschehen, große Veränderungen hervorrufen können und umgekehrt oder gar keine. Das heißt, sie sind nicht gezielt beeinflussbar. Wir denken aber immer häufig sozusagen große Ursachen, große Wirkungen. Kleine Ursachen, kleine Wirkung. Das gilt für diese Systeme nicht. Ja? Eine winzige Kleinigkeit kann den Aktienmarkt zusammenbrechen lassen. Wie eine einzige E-Mail zum Beispiel. Ja, gut, es hat sich dann wieder stabilisiert. Dass wir diese Systeme als solche betrachten, ist eine Entscheidung. Ja? Wirklich eine Entscheidung. Weil man kann jedes System so in Bezug auf die Bedingungen und die Randbedingungen und die geltenden Faktoren so reduzieren, dass es dann wieder ein deterministisches System ist. Ich brauche nur die Zahl der Variablen reduzieren. In dem Moment, wo ich aber die Zahl der Variablen nicht reduziere, sondern es in der Komplexität belasse, kann ich beobachten, dass sie selbstorganisierend sind, weil sie sind nicht gezielt beeinflussbar. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Modell. Und dann kann man nur sagen, ich nehme... Fällt mir so ein bisschen ein, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ja? Ja. Da kommt es wirklich darauf an, in welchem Umfeld man lebt und wie man beeinflusst wird und ob man nicht von vornherein überhaupt darauf achtet, was darf ich überhaupt, dass der Mensch eher... achte, was er darf und das erst dann tut, weil er es merkt, dass er es darf. Ja, und das ist einfach ein Modell, was in zunehmendem Maße in den gesellschaftlichen Diskurs gerät, also in den ganzen Bereichen Ökologie, aber auch eben in Ökonomie, sondern alles selbstorganisierte Systeme und man ist erstaunt, wie wenig man sie wirklich gezielt beeinflussen kann und wie dann manches einfach zu spät ist, weil the point of no return ist schon erreicht. Aber man kann eben so tun, als ob durch wenige Variablen das System auch beschrieben werden kann und dann ist es nicht mehr selbstorganisierend. Das sind Entscheidungen. Selbstorganisationstheorie, würde ich sagen, beschreibt im Grunde wirklich auf eine gute Art und Weise die Prozesse des Lebens. Und wenn man genau hinguckt, wie ein selbstorganisierendes System sein eigenes Überleben sichert, dann kann man daraus ableiten, was sinnvolle Verhaltensweisen sind und was nicht. Na, also Kontrolle zum Beispiel und dann wird nicht wertgeschätzt von selbstorganisierenden Systemen, wie es auch Kinder sind. Ja? Ja, die existenziellen Wünsche. Ja, die existenziellen Wünsche ist, also man kann im Grunde sagen, es gibt Wünsche und Wunscherfüllungen, die das soziale Klima, die Qualität des sozialen Klimas beschreiben. Und wir erleben die Nichterfüllung dieser existenziellen Wünsche als so schmerzhaft, weil vor noch, was weiß ich, zigtausenden von Jahren die Nichterfüllung dieser sozialen oder existenziellen Wünsche
bedeuten könnte, dass man aus der Gruppe ausgegrenzt wird. Das bedeutete damals den sicheren Tod. Menschen konnten nicht alleine überleben. Und deswegen ist es so sinnvoll, dass das so wehtut, damit die Menschen ganz schnell was unternehmen, damit die sozialen Beziehungen sich wieder verbessern. Ja? Heute droht uns natürlich kein Tod mehr durch Ausschluss. So. Aber es erklärt ein bisschen, warum diese existenziellen Wünsche so sind, wie sie sind. Nämlich erstens, dass man wahrgenommen wird. Ja? Das heißt, dass die Leute alle wissen, der gehört zu uns. Also die Zugehörigkeit ist wichtig. Das Gefühl von Zugehörigkeit zu erleben. Dann, dass man eine Bedeutung hat für die anderen. Wenn die anderen sagen, weißt du, ob du da bist oder nicht da bist, ist ganz egal. Das wird dann sozusagen schon kritisch. Also Bedeutung haben, eine Wirkung haben, eine Spur hinterlassen, geachtet und respektiert zu werden, wertgeschätzt zu werden und im Zweifelsfall auch geliebt werden. Das sind sie eigentlich. Und wenn diese Wünsche erfüllt sind, dann ist die Qualität der Beziehungen in dieser Gruppe gut. Ja, jeder gibt dem anderen eine Wirkung, jeder gibt dem anderen eine Bedeutung, alle haben das Gefühl, wir gehören zusammen, ja, jeder Einzelne wird mit seinem Sein wahrgenommen, ja, geachtet, respektiert und wertgeschätzt. So sollte es sein. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, werden Sie zu Wunscherfüllern. Das heißt, fangen Sie an, diese existenziellen Wünsche absolut freiwillig und von sich aus anderen Menschen zu erfüllen. Sie werden sich wundern, was passiert. Wirklich wahr. Also, wenn Sie einkaufen gehen, ja, das Erste, was Sie sagen könnten, ist irgendwas Nettes. Was weiß ich, im Bäckerladen. Sie lächeln die Verkäuferin an und sagen, wissen Sie, bei Ihnen riecht es immer so wunderbar. Dann lächelt sie schon zurück. Ja, und so weiter, und so weiter. Wenn Sie dagegen warten, bis das andere das als Erste tut, das werden Sie nicht machen. Wenn die anderen emotional fast verhungert sind, ja, welches Kind gibt das letzte Scheibchen Brot aus der Hand, wenn es hungrig ist? Keins. Kommt nur im Märchen mal vor. Aber wenn Sie sich klar machen, ich kann beliebig viele Scheibchen Brot produzieren und deswegen kann ich sie auch ausgeben. Ja, Ihr Leben wird reicher, ich verspreche es Ihnen. Ich weiß nicht, glauben Sie mir das? Ja. Sie, man muss ja dann natürlich dann auch die innere Stimmung dazu haben. Die kann man erzeugen. Und wenn ich schon unzufrieden irgendwo hingehe, kann ich doch keinen Menschen. Also kann ich, ist es schwierig für mich, einen Menschen zu haben, die haben schöne Augen. Sowas. Ja, wissen Sie, das kann man erzeugen. Ich meine das ganz ernst. Wissen Sie, ich habe das gelernt von dem Clown Grog. Ein sehr bekannter Clown, der nicht mehr lebt, über den habe ich gelesen. Und dann stand da, dass dieser Clown Grog durch einen Spalt in das Zirkuszelt reingeguckt hat und sich selbst gesagt hat, ihr seid das tollste Publikum, was ich je gesehen habe. Ihr seid wunderbar. Ich liebe euch. Ihr seid großartig. Und wenn er richtig überzeugt war davon, dann ist er erst rein in die Arena. Und die Leute haben ihn schon jubelnd empfangen. Und wissen Sie warum? Menschen merken das. Sie spüren es über ihre Spiegelneuronen. Ja, das kenne ich, dieses positive Denken. Ja. Das ist auch bewusst. Aber manchmal funktioniert es nicht. Gut. Es ist auch ein bisschen ziemlich, dass auch man so sich selbst vergewaltigt. Ich bin schlecht drauf, dann sage ich mir, bis es mir wieder gut geht, ich bin gut, alles ist toll, etc., etc. Ja, also wenn die Lüge zu groß ist, klappt es nicht. Ne? Aber ich, wie soll ich sagen, ich versuche jeden Tag so zu leben. Ich wäre sonst auch nicht hierher gekommen, heute. Da ist
nicht die Grundlage dann auch eine eigene Selbstfreundlichkeit? Das fängt doch alles bei mir innen an. Also, nicht unbedingt. Eine gute Beziehung zu mir selber? Nicht unbedingt. Ich kann mich zum Beispiel selber gar nicht leiden. Das wird Sie vielleicht erstaunen, aber ist so. Ja? Schon lange so. Aber ich will, dass es mir gut geht. Ich bin gierig. Und weil ich will, dass es mir gut geht, ja, heißt es, dass es mir nur gut geht, wenn es meinem Gegenüber auch gut geht. Weil das läuft über meine Spiegelneuronen. Ist das nicht ein Widerspruch? Ist das nicht ein Widerspruch? Wieso? Braucht man nicht die Selbstliebe, um andere lieben zu können? Nö. Weil sie sich selber nicht gern haben? Ich brauche die nicht. Ich weiß, dass Therapeuten das immer erzählen. Ja? Erst muss man sich selbst lieben können, bevor man andere lieben kann. Nee. Nein, das steht nicht. Liebe dich selbst? Nein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Ja, aber das heißt nicht, liebe dich selbst, sondern deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, so. Und da, die Bibel lässt einem relativ viel Freiheit. Was man nicht kann, kann man nicht. Also man muss sich nicht selbst lieben dafür. Ja? Und natürlich ist man manchmal so, dass man das Gefühl nicht aufbringen kann. Ne? Aber diese Selbstmanipulation, ich will es genau mal so nennen, es ist eine Selbstmanipulation, ist häufig, wenn man sozusagen es in dosiert verwendet, häufig relativ erfolgreich. Etwa so erfolgreich wie der Placebo-Effekt. Und der wird seit 2010 mehr und besser untersucht und hat enorme Wirkungen. Selbst wenn die Menschen wissen, dass sie nur ein Placebo gekriegt haben, hat es noch Wirkungen. Und das kann man natürlich mit sich selber auch machen. Das ist im Grunde alles schon lange bekannt. Es gibt die sogenannte Als-Ob-Strategie. Die ist entwickelt worden von William James. 1884 hat er darüber geschrieben, schon lange her. So, und der sagt, willst du eine Qualität haben, tu so, als ob du sie schon hast. Ja? Also, wenn ich die Qualität haben möchte, dass mein Gegenüber kompetent ist und mir eine Lösung anbietet für ein Problem, na, dann werde ich so tun, als ob, ja, es so ist. Dann werde ich sagen, wissen Sie, ich kenne Sie doch als so kompetent und als eine so kreative Person. Es wird Ihnen doch sicher eine Lösung einfallen. Da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Und bei dem anderen aktivieren sich ganz bestimmte Prozesse. Ja, natürlich bin ich kompetent und kreativ und wahrscheinlich fällt mir auch was ein. Muss ich noch mal ein bisschen nachdenken. Ja, wirklich, probieren Sie es aus. Unterstellen Sie Ihren Mitmenschen nur das Beste. Da Sie sowieso nicht wissen, wie die andere Person ist, können Sie ihm auch gleich das Beste unterstellen. Alles andere wäre auch eine Unterstellung, wenn Sie nicht wissen können, wie die Person ist und was sie denkt und was sie kann. Und damit, ja, damit sind Sie dann sozusagen besser versorgt, als wenn Sie denken, na, ob der das kann. Ne? Gehen Sie davon aus, dass das kann. Also diese Sicherungen, dass wir uns vor Enttäuschung schützen müssen und so, das funktioniert ja alles nicht. Wir sind ja dann im Zweifelsfall doch enttäuscht. So, ich will jetzt noch etwas dazu sagen, was diese ganze Geschichte so schwierig macht. Nämlich, dass wir nach wie vor davon ausgehen, dass wir in ein und derselben Wirklichkeit leben. Das tun wir nicht. Aber wir denken es. Ich habe gerade gestern so eine kleine Sequenz eines Theaterstücks. Der Lack ist ab. Gibt es irgendwo ein Ding, so eine Partnergeschichte bei Netflix oder so. Ja, die sich dann streiten. Du hast das gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, ganz genau hast du das gesagt. Nein, ich habe gesagt so und so und so. Ja, jetzt hast du es ja schon wieder gesagt. So etwa geht es dann hin und her.
So, als ob man es objektiv feststellen könnte, was jeweils gesagt worden ist. Wenn man keinen Rahmen hat, kann man es nicht feststellen, ob die Ampel noch rot war oder grün. Ja, es müsste jemand mitfilmen. Sie müssten ein Tonbandgerät laufen lassen. Ansonsten ist es so, das eine ist in der Wirklichkeit der einen Person so und in der Wirklichkeit der anderen Person ist es halt anders. Dann kann man immer nur feststellen, anders. Du hast es offensichtlich anders gehört als ich. Ja, okay, können wir nichts machen. Es lohnt sich nicht, darüber zu streiten. Das nächste Mal kann man vielleicht ein Tonband laufen lassen. So, also wir leben nicht in einer objektiv feststellbaren Wirklichkeit. Und das heißt, wir haben auch nicht sehr große Chancen im Bereich des Rechthabens. Ja, das hat sich eigentlich erledigt. Wenn man den Rahmen nicht hat, gibt es auch kein richtig und kein falsch. Bei prozessorientiertem Denken gibt es sowieso kein richtig und falsch. Da gibt es immer nur das, was gerade ist. Und da kann man nicht sagen, das ist falsch, das geht nicht. Es ist, wie es ist. Verstehen Sie? Es regnet, es regnet. Es ist, wie es ist. Da muss ich noch was dazu erzählen. Sagt ein Mann zum anderen, ich freue mich ja so, dass es regnet. Sagt er, aber wieso freust du dich denn so, dass es regnet? Naja, sagt er, es regnet auch, wenn ich mich nicht freue. Ja. Also ich will jetzt noch auf die prinzipiell unerfüllbaren Wünsche zu sprechen kommen. Prinzipiell unerfüllbare Wünsche sind solche, die auf einen inneren emotionalen Zustand abzielen. Also wenn ich mir von einer anderen Person wünsche, sie möge mich glücklich machen, ja, das geht nicht. Das kann ich mir zwar wünschen, aber die andere Person kann es nicht erfüllen. Wenn ich mir von einer Person wünsche, dass sie mir das Gefühl geben möge, eine begehrenswerte oder eine schöne Frau zu sein oder ein begehrenswerter oder schöner Mann, geht auch nicht. Weil Gefühle entstehen immer nur im eigenen Inneren. Also so wie auch der Ärger und die Angst und die Freude und die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit und die Hilflosigkeit sind alles Gefühle. Alle entstehen nur im eigenen Inneren. Kein Mensch kann sie ihnen verschaffen. Und wenn sie sich sozusagen wünschen, eine andere Person möge ihnen einen bestimmten emotionalen Zustand verschaffen, geht nicht. Nicht mal beim Orgasmus. Ja, auch der Orgasmus entsteht in der Person. Ja? Aber wenn ich genau weiß, was jemand braucht, wenn ich weiß, was der Auslöser ist, sei das Glück oder seiner Zufriedenheit, wo er sich immer wieder freut, das beste Essen, die beste Sportveranstaltung, die beste Kulturveranstaltung, ja, einfach das immer wieder ablaufen lassen, immer wieder manipulieren durch diese Wunscherfüllungen, durch die Wunscherfüllungen. Sie sind dann der Wunscherfüller. Ja. Sind ja viele. Ja, aber dazu gehört eine Person, die sich über die Wunscherfüllungen freuen kann. Und das ist die Leistung der anderen Person. Verstehen Sie? Sie machen das Angebot und das Angebot wird angenommen. Ja. Machen Sie es weiter so. Und ich finde es sehr sinnvoll, dass man sich fragt, ja, was würde denn meinem Gegenüber eine Freude machen? Na, es ist immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Ne? So. Aber wenn die Freude dann wirklich eintritt, dann ist es die Fähigkeit der anderen Person, sich zu freuen. Ja, ich arbeite ja schon seit über 30 Jahren auch als Therapeutin. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die konnten sich nicht freuen. Es war schwer für sie, das zu lernen. Ja? Oder die sich nicht berühren lassen konnten, emotional. Ja? Es ist schwer, das zu lernen, weil es tut so verflucht weh, wenn man es das erste Mal zulässt. Und wir wollen Schmerzen gerne vermeiden. Also vieles kann man lernen, ja, aber manches eben nicht. Aber
Man kann einem anderen Menschen keine Gefühle machen. Ja? Und ich, wenn ich mit jemandem arbeite, ich kann ihn auch nicht manipulieren. Ich kann es versuchen, mit allen Mitteln, die mir einfallen. Und das werde ich auch tun. Aber ob das erfolgreich ist, das entscheide nie ich. Nie ich, sondern immer die andere Person. Und deswegen ist das Modell der Selbstorganisation bei Therapeuten auch nicht sehr beliebt. Weil viele wollen lieber gerne selbst das Gefühl haben zu heilen. Ja? Ich kann nicht heilen. Ne? Heilen kann man sich eventuell selbst. Sie wollten was sagen? Was kann es denn für Gründe geben, sich überhaupt nicht und nie zu freuen? Es kann sein, dass dieser Mensch erlebt hat, dass ein Gefühl von Freude massivst bestraft worden ist. Zum Beispiel. Beziehungsweise, dass ein kleiner Moment an Freude abgelöst wurde in der Kindheit, ja, durch eine Erfahrung wie in der Hölle zu sein. Und wenn da eine Verknüpfung hergestellt wird, ja, ich freue mich und anschließend komme ich in die Hölle. Also, dann geht es nicht. Da muss man die Verknüpfung erstmal auflösen. Ja, das ist eine Möglichkeit, es gibt viele. Reicht das als Antwort? Hm? Ja. Man muss in jedem einzelnen Falle hingucken. Das Einzige, was an Ähnlichkeit vielleicht da ist, dass eine Person Schwierigkeiten hat, sich zu freuen. Es ist oft so, dass man hört es dann auch. Ne? Ach ja, ist ja ganz schön, aber es wird ja sowieso wieder schlechter. Ne? Es lohnt sich doch gar nicht, erst sich zu freuen, meine Güte, ja. Ne? Nachher ist es schlimmer wie zuvor. Und das sind dann Verkörperungen, ja. Das ist dann hier, ist dann sozusagen die, ne? Die Bitterkeit und da bewegen sich auch keine Muskeln mehr im Gesicht. Wir brauchen nämlich auch die Muskeln im Gesicht, um uns zu freuen. Und wenn das alles irgendwie chronifiziert ist, ist es sehr, sehr schwer. Aber dafür gibt es dann Therapeuten, die dann darauf aufmerksam machen und so weiter und so weiter. Und dann kann man es manchmal lernen. Aber ich denke, die Bedingungen, weshalb sich jemand nicht freuen kann, sind so vielfältig wie die Menschen, die sich nicht freuen können. Das ist bei jedem was anderes. Ne, deswegen habe ich hier nur zwei Möglichkeiten aufgezählt. War noch irgendwas? Nein. Also, zurück zu den prinzipiell unerfüllbaren Wünschen. Das geht wirklich damit einher, dass wir lernen und wirklich es wichtig ist zu akzeptieren, dass wir die Verantwortung haben für unsere eigenen Gefühle. Nicht jemand anders. Wir haben in unserer Kultur das so massiv gelernt, dass andere verantwortlich sind. Es fängt doch schon in der Kindererziehung an. Nun mach mich nicht so nervös, ja? Sagt man zu den Kindern zum Beispiel. Ja? Oder man sagt, ja, musst du mich immer so ärgern? Kennen Sie das nicht? Ne? Kennen Sie doch. Das haben wir von klein auf, haben wir das gelernt, dass wir als Kinder verantwortlich waren für die Gefühle unserer Eltern. Manchmal sogar für deren Gesundheitszustand. Mein Gott, ja, ich werde noch krank bei diesem Krach. Und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben von klein auf gelernt, dass wir die Verantwortung für die Gefühle entweder anderen aufbürden oder selber aufgebürdet kriegen. Und das ist, wie soll ich sagen, praktisch für eine Kultur. Aber es ist eine Illusion. Und diese Illusion müssen Sie nicht mehr glauben. Das Leben wird freier und schöner, wenn Sie aufhören, daran zu glauben. Aber Sie haben von da an auch die, wie soll ich sagen, die Verantwortung für Ihre eigenen Gefühle. Aber da ich ja gesagt habe, Gefühle sind unser schnelles Informationssystem, bedeutet das, dass Sie über eine Menge Informationen von da an verfügen, die Ihnen Prozesse und Wünsche, alles Mögliche über sich selbst verraten. Solange Sie denken, die anderen haben mir das Gefühl gemacht, ja, können Sie daraus nichts schließen.
leuchtet ein, oder? So, die prinzipiell unerfüllbaren Wünsche hängen, wie gesagt, genau damit zusammen, dass wir denken, andere können uns Gefühle machen. Aber jede Gedanke, jede Empfindung, jedes Gefühl, ja, entsteht nur in uns selbst. Natürlich wünschen wir uns, dass andere Menschen einem dann ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Ein Gefühl von Wertschätzung und Liebe, das wäre ja so schön, aber es geht leider nicht. Wir müssen es schon selber in uns irgendwie aktivieren. Und das sich klar zu machen gleich, ist auch deshalb so wichtig, weil es dann zu unserer Bewusstheit beiträgt. Wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, dass es an mir liegt, ob ich mich geborgen fühlen kann oder nicht, dann kann ich auch anfangen, mal nachzuforschen. Wieso fällt mir das so schwer? Sie wollten was sagen? Ich wollte sagen, man hat ja aber bei manchen Menschen das Gefühl, geborgen zu sein. Ja. Und das funktioniert ja dann doch. Was funktioniert da? Gucken Sie genau hin. Sie können bei manchen Menschen, Sie, das Gefühl in sich entwickeln, geborgen zu sein. Ja. Und bei anderen nicht. Ja, aber das sind Sie. Okay, aber es hat ja auch irgendwo was mit der anderen Person zu tun, was der hat. Denn ich ist bei den Menschen fühle ich mich sicher. Es hat was nur damit was zu tun, wie Sie die andere Person wahrnehmen. Okay. Nichts mit der anderen Person. Die können Sie gar nicht einschätzen. Von der können Sie nichts wissen. Nichts. Da haben Sie nur Ihre eigenen Fantasien. Aha. Ist ja ein bisschen traurig, oder? Jein. Was das Schöne daran ist, ist, dass wir immer in Wechselwirkung sind. Verstehen Sie, die andere Person ist mit Ihnen auch in Wechselwirkung, über die Spiegelneuronen. Und wenn sich da sozusagen die Wechselwirkung harmonisch entwickelt, dann kann man das außerordentlich genießen. Und wenn nicht, hat man ein Problem. Bitte? Und wenn nicht, hat man ein Problem. Ja. Okay. Die Sichtweise ist halt neu, also für mich jedenfalls. Ja, sie ist auch ganz neu. Okay. Ja, die Spiegelneuronen zum Beispiel hat man erst 1995 überhaupt zum ersten Mal mitgekriegt, dass es die überhaupt gibt. Und seitdem geht die Forschung in Bezug auf die Funktion und Wirkungsweise der Spiegelneuronen immer weiter. Ja? Aber da ist noch viel Forschungsbedarf. Mit selbstorganisierenden Systemen beschäftigen sich die Wissenschaftler meistens nicht. Und wenn, dann werden sie in ihren Universitäten dafür angefeindet. Oder wurden auch angefeindet. Ja? Deswegen haben sich viele Wissenschaftler zusammengeschlossen, also so viele waren es nicht, und haben das Santa Fe-Institut gegründet, um da gemeinschaftlich in diesem Bereich Selbstorganisationstheorie zu forschen. Weil in der normalen Universität wird es gar nicht, ist das nicht erwünscht. Ja, man kriegt keine Forschungsgelder für Systeme, die man erforschen will, die man nur in echter Zeit beobachten kann. Aber dieses System schließt eine Bindung zwischen zwei Individuen ja nicht aus. Nein. Weil das würde mich traurig machen. Ja, aber die Bindung entsteht sowohl in einem als auch im anderen. Okay. Ja? Da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Das ist, also mein Hirn verarbeitet es nicht ganz einfach. Aber ja. Es ist interessant. Es ist ein neues Modell. Es gewinnt mehr und mehr an Einfluss. Also man kriegt mehr und mehr auch im Fernsehen Berichte über solche Phänomene, einfach weil man immer besser weiß, wie das Gehirn funktioniert, wie die Wahrnehmung funktioniert, wie das Gehirn funktioniert, und da bleibt uns letztlich gar nichts anderes übrig, als das so zu sehen. Also es hat natürlich ein Potenzial zu befreien, ja, irgendwo. Ja, das Befreiungspotenzial ist sehr groß. Schön. Ja,
Ja? Mir stellt sich öfters die Frage, wo ist Gott bei diesem, das Göttliche, die Göttin in diesem System? Wo Sie wollen. Wissen Sie, die Selbstorganisation, wenn man sich das vorstellt, dass zum Beispiel das Auge, so wie unser Auge ist, ja, im Verlauf der Evolution 48 Mal in völlig unabhängigen Zweigen der sich entwickelnden Lebewesen erfunden worden ist. 48 Mal. Ein und dieselbe Struktur. Wenn man hinguckt, sich fragt, wie kommt diese unendliche Fülle in den Individuen auf diesem Planeten zustande? Diese Vielfalt an Schönheit, an Kreativität, an ich weiß nicht was, dann könnte man sagen, Gott steckt in der Selbstorganisation. Zum Beispiel. Überall. Ja, ist überall dann, ja. Also Sie können auch natürlich Gott irgendwo anders verankern und sagen, ich kann diese Unbestimmtheit und Unsicherheit, die durch dieses neue Modell, wo man nie weiß, was geschehen will, weil nichts ist mehr berechenbar. Ich kann das nicht gut aushalten. Ich brauche etwas für meine Seele, wo ich mich ausruhen kann und wo ich das Gefühl habe, da bin ich geborgen und da passt jemand auf mich auf. Selbst wenn ich weiß, dass es vielleicht nicht real ist, macht nichts. Ich brauche das. Ja, und dann glauben Sie einfach an Gott. Wir wissen doch nicht, ob er existiert oder nicht. Manchmal, wenn ich ganz alleine in Portugal bin, da lebe ich auf dem Lande, auf dem schönen Berg und bin da ganz alleine. Ja? Nicht in einem Dorf oder so. Ja, und dann habe ich irgendwie so eine Herzgeschichte da am Laufen oder ich weiß nicht was. Ja? So ganz gesund bin ich ja auch nicht. Ja, und dann liebe ich es, an Schutzengel zu glauben. Wissen Sie, ich leiste mir Schutzengel. Wenn Sie eine Qualität in Ihrem Leben haben wollen, tun Sie so, als ob Sie sie schon haben. Da niemand weiß, ob es Schutzengel gibt, da niemand weiß, ob es Gott gibt, da niemand weiß, ob das Universum sozusagen mit einem Psi-Feld ausgekleidet ist, wo die winzigste Veränderung im einen Ende des Universums zur gleichen Zeit am anderen Ende ankommt, wie das Quantenphysiker zum Beispiel glauben. Ja, glauben können wir alles, was wir wollen. Ja, ja. Ja, okay. Also ich finde, wie soll ich sagen, jetzt würde ich anfangen zu diskutieren, aber das bringt nichts. Also Sie haben Ihr System, also jeder Mensch hat sozusagen ja sein eigenes System und der andere hat über ein System, selbstbestimmtes System Gott und der andere nicht. Ja, ja. Man wählt sich die Modelle aus. Und ich habe ja wissenschaftlich viel gearbeitet und es war mir immer klar, dass es immer alles nur Modelle sind. Und wonach will ich ein Modell bewerten? Und ich bewerte ein Modell nach den Konsequenzen, die dieses Modell hat, wenn es verbreitet ist. Ja? Also das Modell der Psychoanalyse, so spannend ich alles finde, was Freud geschrieben hat, hat die Konsequenz, dass Triebe zu kontrollieren sind. Also das heißt, es wird eine Vorstellung von notwendiger Kontrolle durch dieses Modell transportiert. Also ist es ein Modell, was ich nicht favorisiere und nicht zu einer Grundlage von meinen Überzeugungen machen werde. Ja? So, dieses Modell der Selbstorganisation, da kann ich sagen, da stehe ich hinter. Das hat so wunderbare Konsequenzen. Das gefällt mir. Aber es geht nicht um die Wahrheit. Verstehen Sie? Es geht nicht um die Wahrheit. Mir nicht. Also mir fiel gerade dazu ein, ich finde, das Modell tut mir gut oder nicht. Und wenn es mir gut tut, ja, dann ist es okay. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Ja, so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Weil wir haben nur uns selber als Maßstab, in gewisser Weise.
prinzipiell erfüllbare Wünsche. Da haben wir natürlich, wenn wir sie uns bewusst machen, viel größere Schwierigkeiten noch als bei den prinzipiell nicht erfüllbaren Wünschen. Da sehen wir es dann ja vielleicht ein. Ne? Aber wenn sie prinzipiell erfüllbar sind, dann ist es oft ganz schwierig einzusehen, warum andere Menschen uns die nicht erfüllen. Wir knüpfen häufig unseren Selbstwert, unsere Bedeutung, unsere Wirkung daran, ob andere Menschen unsere Wünsche uns erfüllen oder nicht. Das hat aber damit nichts zu tun. Schaffen Sie das, die Ablehnung eines Wunsches nicht persönlich zu nehmen? Wie machen Sie das, dass Sie die Verbindung herstellen? Wissen Sie das? Ja? Wenn es mir gut geht, dann schaffe ich es. Wenn es mir nicht gut geht, dann schaffe ich es nicht. Ja. Was machen Sie, wenn Sie es nicht schaffen? Wir brauchen ja Lösungen auch für den anderen Fall. Ja, dann ärgere ich mich, dann schimpfe ich, dann bin ich unzufrieden. Ja. Man denkt ja vielleicht manchmal auch oft, das liegt an einem selber, dass der Wunsch jetzt nicht erfüllt wird. Also mit mir stimmt es nicht, wenn es anders wäre, würde es vielleicht nicht erfüllt werden. Ja. Passiert ja auch. Ja. Ja, es hat nichts mit einem zu tun, ja? Es hängt doch zusammen, welche Wünsche das sind, in welchem Zustand ich bin. Sind die zu kompensieren, diese Wünsche? Wie elementar sind sie? Also ich glaube, es hängt im Kontext, oder? Am Wunschzusammenhang, im Wunsch so bedeutsam ist. Ja, ob man das besser wegstecken kann oder nicht. Ne? Ja. In manchen Fällen ist es sinnvoll, weil die Ablehnung eines Wunsches, ja, bedeutet sofort, dass Sie einen neuen Wunsch haben. Ist Ihnen das bewusst? Also, Sie sind enttäuscht zum Beispiel oder traurig, ne? Wenn der Wunsch nicht erfüllt wird. Also haben Sie dann zum Beispiel den Wunsch, jetzt bin ich richtig traurig und jetzt möchte ich gerne getröstet werden. Das wäre der nächste Wunsch. Ja? So, dann können Sie sich überlegen, was würde mich trösten? Also was weiß ich, Ihr Wunsch war, mit Ihrem Freund oder Ihrer Freundin in die Philharmonie, in ein Konzert zu gehen. Und der sagt, nee, das kann ich nicht, da ist mein Ruderabend, dann will ich lieber hin. Ja, so. Das ist vielleicht nicht so richtig einleuchtend. Ja? So, wenn Sie jetzt traurig sind, dann wollen Sie getröstet werden. Aber wie wollen Sie getröstet werden? Fällt Ihnen da was ein? Was würden Sie trösten? Also mir würde dann zum Beispiel einfallen, dass ich dann vielleicht sagen würde, weißt du, es würde mich trösten, wenn du mich jetzt in den Arm nimmst. Und mir zum Beispiel sagst, dass ich dir doch, auch wenn du mir den Wunsch nicht erfüllst, dass ich dir doch sehr wichtig bin. Zum Beispiel, wenn das dann eine Wunscherfüllung ist, dann geht es einem schon wieder besser. Also, dass man Wunscherfüllungen versucht zu kriegen, wenn die eine nicht klappt, dann vielleicht eine andere. Eine Kompensation, wie Sie gesagt haben. Ne? Wenn ich Sie hier so sitzen sehe, ja, Sie machen irgendwie einen Eindruck, den ich gar nicht zu fassen kriegen kann. Was bräuchten Sie denn? Ich bräuchte jetzt vielleicht so die Botschaft, dass Sie sich nicht langweilen. Echt? Das habe ich gebraucht. Ah ja. Ja, ja. Ja, das freut mich. Ja, ich habe so gemerkt, so zwischendurch wurde ich ganz unsicher, wie ich dachte, meine Spiegelneuronen haben dann eine Simulation gemacht, die offensichtlich nicht so gar nicht, jedenfalls nicht bei allen, so ganz hinhaut. Ja. Ja? Ich möchte diese Aufklärung, die mich interessiert, und zwar auf der einen Seite diese Empfehlung, geht das? Ja.
auf der einen Seite die Empfehlung, erfüllen Sie den Leuten die Wünsche, sagen Sie was Schönes, damit er sich gut fühlt. Ja. Und auf der anderen Seite, ich kann doch keine Gefühle in der anderen Person erzeugen. Nein. Ach so, das ist deren eigene Leistung, genau. So. Nein, wir können keine, aber wenn Sie der anderen Person einen Wunsch erfüllen, einen existenziellen Wunsch, ja, dann freuen sich die Spiegelneuronen in der anderen Person. So, und das wiederum kriegen Sie gegen Ihre Spiegelneuronen mit, zwar nicht direkt, aber durch die Veränderung in der Muskulatur, in den Augen, in der Körperhaltung und so weiter der anderen Person. Also ich habe, es ist mir ging es oft schlecht, ich war depressiv und so weiter. Und dann weiß ich noch schon lange her, da bin ich, wenn es mir richtig so schlecht geht, dann bin ich aufgestanden, war in der Dickertstraße, habe ich damals gewohnt, und bin zu Karstadt vor die Eingangstür gegangen. Und dann habe ich die Leute, die rausgekommen sind, das habe ich schon oft erzählt, habe ich angelächelt. 10 Leute habe ich angelächelt, von 10 Leuten haben 7 zurückgelächelt. Etwa durchschnittlich, ja, ich habe es öfter gemacht. Danach ging es mir dann wieder besser. Ja, weil die haben mich dann zurück angelächelt. Das ist bei meinen Spiegelneuronen also sozusagen gut angekommen. Und dann ging es mir besser und dann bin ich wieder nach Hause. Ich mache das heute noch so. Ja? Aber wenn es mir einfach nicht nach Lächeln ist, es gibt, also wenn es mir nicht nach Lächeln ist. Ja? Also ich knapse dauernd daran rum an diesem, ich möchte auch wahrhaftig sein. Ja, sicher. Ja, und ich glaube auch, es kommt wirklich nur an, wenn ich wahrhaftig bin. Ja, wissen Sie, nur die Frage ist, was nennen Sie wahrhaftig? Wir sind so komplex, dass wir zur gleichen Zeit, ja, irrsinnig wütend und sehr froh gestimmt und todtraurig und ich weiß nicht, was alles sein können, aber nur eins davon kommt uns ins Bewusstsein. Wissen Sie, diese Entscheidung, ob ich das will oder nicht will, hängt für mich nur davon ab, was ich wirklich will. Ja? Will ich angelächelt werden, damit es mir emotional besser geht, damit ich wieder in Kontakt kommen kann mit dieser Welt, weil ich mir dann sage, sie ist vielleicht doch ein bisschen freundlicher, als ich mir so vorgestellt habe. Ja? Dann investiere ich ein Lächeln. Und dann hole ich mir diese Energie aus der Welt. Wissen Sie? Also da draußen gibt es Bücher und da spielt mein Kater Valentino eine große Rolle, in allen Büchern, auch in den Sachbüchern. Aber es gibt auch einen kleinen Band, das heißt Gespräche mit Valentino. Valentino ist letzten Herbst gestorben und die Gespräche mit Valentino sind dann auch erschienen, also jetzt im Herbst. So, und das war die Wechselwirkung mit diesem Tier, ja, das seine eigene Lebendigkeit immer signalisiert hat, ja, und den Kontakt hergestellt hat. Der war ein ganz besonderer Kater. Ja. Und das heißt, er hat mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt. Er, wo immer ich war, er hat, ist mir gefolgt. Ja, wir waren immer in Kontakt. So, das hat mir so viel bedeutet, ja, dass es mir ich Lebensenergie in mir selber aktivieren konnte, allein durch die Wechselwirkung mit diesem Kater. Nun ist er gestorben, an Nierenversagen. Und ich habe seit November einen kleinen Hund. Die Matahari vom Grassee. Ja, und dieser kleine Hund kann das auch. Guck mich an. Ne, dieser kleine Hund, der wird sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen in Geschichten. Von mir aus gesehen ist dieser kleine Hund Buddhist. Sie ist eine Buddhistin. Weil sie lebt nach 2 Grundsätzen. Der erste Grundsatz ist, ich liebe dich, egal wie du bist. Und der zweite Grundsatz ist, ich will dir gefallen. Und dieses ich will dir gefallen heißt, ich will deine Wünsche erfüllen. Ne? Gefallen wollen heißt Wünsche erfüllen. Und ich finde das sozusagen
eine wunderbare Haltung. Ich wünschte, ich könnte sie immer haben. Sozusagen, ich liebe dich oder ich schätze dich wert, egal wie du bist. Sehr befreiend, weil ich kann mir natürlich gleichzeitig auch sagen, es muss auf dieser Welt alles geben. Manche machen es mehr als alles, aber alles reicht schon. Ja? Und das heißt, jeder einzelne Mensch, der hier auf dieser Welt rumläuft, hat eine Bedeutung, hat eine Funktion, hat eine Wirkung. Wie würden wir denn die Güte zu schätzen wissen, wenn ich ab und an jemand macht? Ne? Wir wüssten gar nicht, wie wunderbar das ist. So. Und wenn Sie das Gefühl haben wollen, über Ihre Spiegelneuronen, dass die Welt angenehm und schön ist, dann investieren Sie etwas in die Wunscherfüllung. Ja? Wünsche sind genau das, womit wir in die Welt ausgreifen. Ja? Lebewesen sind, wie soll ich sagen, Lebewesen, selbstorganisierende Wesen, sind auf bestimmte Weise strukturiert oder was auch immer. Ja? So. Erstens, sie wollen überleben. Zweitens, sie wollen selbstbestimmt leben. Und drittens, sie wollen immer irgendwas, wenn sie nicht gerade satt und glücklich sind. Und so sind wir auch. Wir wollen immer irgendwas, wenn wir nicht gerade satt und glücklich sind. Achten Sie mal auf sich. Ja? Sie gehen nicht einfach so durch die Welt und wollen nichts. Das wäre schade. Ja? Wenn Sie offenen Auges durch die Welt gehen, dann gucken Sie sich um und sagen, hat die geguckt? Haben wir nicht geguckt? Haben wir alle nicht geguckt? Aber ich habe geguckt. Ja? Schon allein die Kontaktaufnahme findet doch ununterbrochen statt. Und sie macht uns zufrieden, wenn wir feststellen, da hat jemand uns wahrgenommen. So, und wenn Sie das gezielt in Gang setzen, ja, dann haben Sie mehr von derselben Sorte. Sie können es einfach ausprobieren. Also Menschen, die Hunde spazieren führen oder Kinder, eignen sich wunderbar für diese Art von Wechselwirkung. Lächeln Sie das Kind an, lächeln Sie dann die Mutter an, die Mutter lächelt zurück, Sie fühlen sich wohl. Das Gleiche machen Sie, wenn ein Hund da ist, ne? So. Und manchmal können Sie auch einfach mal sagen, jemandem sagen, guten Tag, der denkt sich, komisch, die kenne ich gar nicht, die Person. Macht gar nichts. Dann machen Sie noch einen Satz hinterher und sagen, kein schönes Wetter heute, ne? Hoffentlich wird es bald wieder schön. Ja, so, dann guckt diese Person Sie an. So, und Ihre Spiegelneuronen fühlen sich wahrgenommen. Also es gibt diese Wechselwirkung. Wir müssen, wie gesagt, ich habe mir damals vorgenommen, ich will nicht als verhungertes Baby weiter durch die Welt laufen. Ich will in die Wechselwirkung. Ne? Ein Buch da heißt Das Phänomen der radikalen Wechselwirkung. Das andere Buch heißt Lebendig sein, das Phänomen der Selbstorganisation. Ich kann Sie beide nur empfehlen. Weil sie sind wie Arbeitsbücher. Ja? Man guckt, man schlägt sie auf, man guckt rein, man liest man, dann liest man wieder nicht und dann liest man mal wieder. Ja, und ich kann nur sagen, probieren Sie es aus. Entwickeln Sie so viele Wünsche, wie Sie irgend können. Ja, und erfüllen Sie so viele Wünsche, wie Sie irgend können. Und halten Sie überhaupt gar nichts mehr für selbstverständlich. Wissen Sie, wenn vor Ihnen ein Auto anzeigt, es will rechts abbiegen. Ist nicht selbstverständlich mehr heutzutage. Können Sie sich schon freuen. Ein Geschenk des Alltags. Ja, und so gibt es ganz viele Sachen, wo Sie sagen können, das ist aber nett, das ist aber schön, da freue ich mich aber drüber. So, und dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Und deswegen höre ich jetzt auf.